Was passiert mit uns in einer Milliarde Jahre? Die Menschheit hat schon immer davon geträumt, einen Blick in die Zukunft werfen zu können. Die Sci-Fi-Autoren und Autorinnen der Vergangenheit haben Technologien beschrieben, über die wir heutzutage tatsächlich verfügen. Heißt das, dass alles, was du in futuristischen Filmen siehst, in ein paar Jahrhunderten wahr werden könnte? Sehr wahrscheinlich. Aber wie steht es mit einer viel weiter entfernten Zukunft? Sagen wir, einer Milliarde Jahre? Bevor wir uns in die Zeitmaschine schwingen, klick auf den roten Abonnieren-Button. Und vergiss nicht, die Benachrichtigungsglocke zu läuten, wenn du schon dabei bist, damit du keines der spaßigen und spannenden Videos mehr verpasst, die täglich auf der Sonnenseite des Lebens veröffentlicht werden. Okay, setzen wir Kurs auf eine Milliarde Jahre in die Zukunft. Auf dem Weg schauen wir uns mal an, was auf unserem Planeten bis dahin alles so passiert. Bereite dich auf ein paar wirklich bedeutende Veränderungen vor. Schnall dich an und genieß die Reise. Die erste beeindruckende Wegmarke ist das Jahr 10.000. Das ist der Zeitpunkt, zu dem die Welt mit Y10K konfrontiert wird, auch bekannt als DK-Millennium-Bug oder das Jahr 10.000-Problem. Da Jahreszahlen ab sofort fünfstellig sind, werden Softwareprogramme Probleme haben, sie zu verarbeiten. Abgesehen davon werden zu dieser Zeit die genetischen Unterschiede der Menschen wie Haut- und Haarfarbe nicht mehr ortsabhängig sein. Diese Eigenschaften werden sich weltweit verteilt haben und wir sind alle nur noch eine menschliche Rasse. Weiter geht's. Solltest du dich plötzlich 20.000 Jahre in der Zukunft wiederfinden, besteht die Chance, dass du die Leute um dich herum nicht mehr verstehst, selbst wenn du mehrere Sprachen sprichst. Und zwar, weil sich bis zum Jahr 20.000 alle modernen Sprachen zu etwas völlig anderem weiterentwickelt haben werden. Nur eins von 100 Worten unseres derzeitigen Vokabulars wird bis in die ferne Zukunft bestehen. Ungefähr 50.000 Jahre in der Zukunft wird die Welt eine neue Eiszeit erleben. Das wird alle möglichen Veränderungen mit sich bringen. Zum Beispiel werden alle Seen im kanadischen Schild, genau wie andere Naturdenkmäler, aufgrund von Erosion verschwunden sein. Du wirst die mächtigen Niagara-Fälle nicht mehr genießen können. Dafür hat der Klimawandel gesorgt. Darüber hinaus werden die Tage eine ganze Sekunde länger sein, was einiges an Verwirrung auslöst. Es sei denn natürlich, die Menschheit verlängert einen Tag offiziell auf 24 Stunden und eine Sekunde. In 100.000 Jahren werden die Sterne und Sternbilder, die du heute von der Erde aus sehen kannst, vollkommen anders aussehen. Der Grund dafür ist die Entfernung, die die Erde und das Sonnensystem bis dahin entlang der Umlaufbahn der Galaxie zurückgelegt haben werden. Außerdem werden wir bis dahin vermutlich den Mars besiedelt haben. Also werden die Menschen von seiner Oberfläche aus neue Sterne bewundern. In 250.000 Jahren wird in Hawaii eine neue Insel entstehen, und zwar aufgrund des unterseeischen Vulkans Lo'ihi, der sich dann Vorhersagen zufolge erheben wird. In ungefähr 500.000 Jahren wird die Erde von einem gigantischen Asteroiden mit einem Durchmesser von 1 Kilometer getroffen werden. Der bei diesem Aufprall entstehende Krater wird über 400 Kilometer breit sein. In der Folge werden über den ganzen Planeten hinweg katastrophale Feuer ausbrechen und die Luft wird nicht mehr geatmet werden können. Auf der anderen Seite wird die Menschheit bis dahin vermutlich die nötige Technologie entwickelt haben, um zu verhindern, dass dieser gewaltige Fels auf die Erde kracht. Aber selbst wenn er das nicht tut, werden viele Naturdenkmäler bereits verschwunden sein. In einer 500.000 Jahren wird sich der Badlands National Park in South Dakota in nichts aufgelöst haben. In etwa 950.000 Jahren wird der berühmte Barringer Krater in Arizona verschwunden sein. Dieses gewaltige Loch im Boden mit einem Durchmesser von 1168 Metern, einer Tiefe von 170 Metern und einem 45 Meter hohen Wald drumherum wird sich aufgrund von Abtragungen in flaches Land verwandelt haben. Sollte es in 1.000.000 Jahren noch irgendeine Art von Leben auf der Erde geben, wird das einer völlig neuen Bedrohung ausgesetzt sein. Ein Supervulkan wird ausbrechen und die Umgebung mit 3000 Kubikkilometern flüssiger Magma erzielen. Diese unvorstellbare Menge Lava würde ausreichen, um den Grand Canyon zu 75% zu füllen. Der Meinung von Wissenschaftlern und Wissenschaftlerinnen nach würde die Gewalt des Ausbruchs in etwa der des Supervulkans Toba entsprechen. Der passierte vor etwa 70.000 Jahren und löschte beinahe die Menschheit aus. Über 3.300 Kubikkilometer Asche bedeckten den Planeten danach. Schätzungen zufolge überlebten nur 3.000 bis 10.000 Menschen diese 20 Jahre andauernde Vulkankatastrophe. Abgesehen von einem gewaltigen Superausbruch wird der Stern Beteigeuze in einer Supernova explodieren, was auch von der Erde aus sichtbar sein wird.
Vergehen 2 Millionen Jahre, wird der Grand Canyon langsam verfallen und sich von einer Schlucht eher in ein Tal verwandeln. Tatsächlich wird der ganze Planet vollkommen anders aussehen. Allerdings werden die Menschen bis dahin die Erde verlassen und andere Planeten besiedelt haben. Möglicherweise haben sie sich darüber hinaus dann schon in eine vollkommen andere Spezies weiterentwickelt. In etwa 10 Millionen Jahren wird ein gewaltiges Stück Ostafrika vom Hauptkontinent abbrechen und zwischen den beiden Teilen wird ein neuer Ozean entstehen. In 50 Millionen Jahren wird der Mars mit seinem Mond Phobos zusammenprallen, was den roten Planeten ernsthaft beschädigen wird. In der Folge bekommt Mars allerdings einen neuen Schmuck, ein Ringsystem wie das des Saturn. Etwa zur gleichen Zeit wird hier auf der Erde ein weiterer Brocken von Afrika abbrechen und mit Eurasien zusammenstoßen. Das führt dazu, dass das Mittelmeer von der Erdoberfläche verschwindet. Außerdem entsteht dadurch eine Bergkette zwischen Eurasien und Afrika, die den Mount Everest sehr wahrscheinlich wie ein Zwerg aussehen lassen wird. Was die kanadischen und amerikanischen Rocky Mountains angeht, die werden in 60 Millionen Jahren vollständig abgetragen sein. Und in 80 Millionen Jahren werden die Hawaii-Inseln im Ozean untergegangen sein. Ein weiterer Asteroid wird die Erde wahrscheinlich innerhalb der kommenden 250 Millionen Jahren treffen. Dessen Kraft wird in etwa der entsprechen, die vor 66 Millionen Jahren die Dinosaurier getötet hat. Andererseits könnte dieser Asteroideneinschlag dazu führen, dass die Kontinente sich wieder vereinen und ein neues Pangaea Ultima bilden. Doch diese Wiedervereinigung wird wahrscheinlich nicht halten. Im Laufe der folgenden 400 bis 500 Millionen Jahre wird sich der Superkontinent wieder zerteilen. 251 Millionen. Eine weitere Million Jahre später wird unsere Erde einen tödlichen Strahlungsausbruch erleben. Das wird das Ergebnis eines sterbenden Sterns in 6500 Lichtjahren Entfernung von der Erde sein, der daraufhin in einer Supernova explodieren wird. Ein solcher Vorgang setzt unglaubliche Mengen radioaktiver Gammastrahlung frei. Nur um dir eine Vorstellung davon zu geben, wie kraftvoll so eine Explosion ist, ein Gammastrahl setzt in nur einer halben Minute mehr Energie frei, als unsere Sonne es in den 10 Milliarden Jahren ihrer Existenz getan hat. Deshalb wird dieses Ereignis auch aus einer Entfernung von 6500 Lichtjahren die Ozonschicht unseres Planeten schwer beschädigen, was ein weiteres Massenaussterben zur Folge haben wird. Ein weiteres Problem ist die stetig ansteigende Leuchtintensität und Kraft der Sonne. Aufgrund derer wird der CO2-Gehalt der Atmosphäre so stark abfallen, dass keine Photosynthese mehr möglich sein wird. In der Folge werden 99% der Pflanzen auf der Erde sterben. Sauerstoff und Ozon werden aus der Atmosphäre ablaufen, wodurch sämtliches komplexes Leben verenden wird. Das alles wird in 800 Millionen Jahren geschehen. Und schließlich wird sich die Kraft der Sonne in 1 Milliarde Jahren um 10% gesteigert haben. Die Durchschnittstemperatur an der Oberfläche der Erde wird 47 Grad Celsius betragen. Die Ozeane werden verdunsten und unser Planet wird sich in ein dunstiges Treibhaus verwandeln. An den Polen wird es noch vereinzelte Gebiete mit flüssigem Wasser geben. In diesem Fall werden dort die letzten Bollwerke von Leben existieren. Was auch immer in der Zukunft mit der Erde passiert, die Menschheit wird dann nicht mehr da sein, um es mitzuerleben. Wir werden unseren Heimatplaneten lange verlassen haben. Glücklicherweise sind wir also nicht dabei, wenn all diese verheerenden Veränderungen passieren. Puh. Hast du noch andere Gedanken zur möglichen Zukunft unseres Planeten? Verrat uns deine Meinung in den Kommentaren. Vergiss nicht, auf den Daumen hoch zu klicken, wenn dir das Video gefallen hat und unseren Kanal zu abonnieren. Die Zukunft ist deutlich vielversprechender auf der Sonnenseite des Lebens.